pure a spezzare, te pure a spezzare le catene. Sonnabend, den 19. Februar 1600 aus der römischen Zeitung Avisi di Roma. Am Donnerstagmorgen wurde auf dem Campo dei Fiori jener verbrecherische Dominikanermönch aus Nola lebendig verbrannt. Ein sehr hartnäckiger Ketzer, der nach seiner Laune verschiedene Dogmen gegen unseren Glauben ersonnen hatte. Dieser Bösewicht wollte in seiner Verstocktheit dafür sterben und er sagte, er sterbe als Märtyrer und sterbe gern und seine Seele werde aus den Flammen zum Paradies emporschweben. Aber jetzt wird er ja erfahren, ob er die Wahrheit gesagt hat. Fürst, der Ketzer genannt, in halb Europa herumgekommen. Was hab ich verbrochen? Und diese Töne aus der Tiefe meiner Heimat und dieser Traum, der immer wiederkehrt, ein Schwert wie ein schneidender Schatten, der durch Leib und Seele dringt. Was ist dieser Schatten? Vielleicht jener des Universums, von dem ich behaupte, dass es unendlich ist, dass es ein Schatten der Wirklichkeit und des Urvermögens ist? Ist das mein Verbrechen? Der Glaube, dass die Gesamtheit des unendlichen Universums ein Abbild des Absoluten ist, Spur oder Schatten der Gottheit? Gott ist die Wahrheit, die Weisheit und die Schönheit. In ihm sind Wirklichkeit und Vermögen eins und dasselbe. Ihr Mächtigen der Kirche versteht das nicht und habt mich mit hinabgezogen in eure große Dunkelheit. Seit 7 Jahren bin ich gefangen. Warte ich darauf, dass mir und meinen Theorien Gerechtigkeit zuteil wird. Jetzt werde ich aufgefordert, meine Geschichte zu schreiben, die ich schon einmal für das Gericht der Inquisition in Venedig geschrieben habe. Mai 1592, Palazzo Mocenigo in Venedig. Der Patrizier Giovanni Mocenigo wollte von Giordano Bruno die Ars Memoriae, die Gedächtniskunst, lernen. Erschrocken über dessen Theorien zeigt er Bruno bei der Inquisitionsbehörde an. Der Ketzerei und abfällige Äußerungen über Jesus Christus beschuldigt, wird er 7-mal zu seiner philosophischen Lehre und ihrem Verhältnis zu den katholischen Glaubenssätzen verhört. Die Lehre des Kopernikus, dass die Sonne, nicht die Erde, das Zentrum des Universums sei, spielt weder hier noch später in Rom eine zentrale Rolle. Am 30. Juli bricht Bruno zusammen. Er bittet um Verzeihung und verspricht, sein Leben zu ändern. Wurde Giordano Bruno gefoltert? Im Februar 1593 wird er nach Rom ausgeliefert und in das Gefängnis des Heiligen Offiziums gebracht. Damit nimmt der Fall Giordano Bruno seinen Anfang. Schuldig oder unschuldig? Wer gibt Ihnen das Recht, mich zum Tode zu verurteilen? Sie mit Ihren Dogmen und Ihrer Furcht. Die Welt ist unendlich in Raum und Zeit. Widerrufe. Ich werde niemals widerrufen. Damals in Venedig hatte ich noch Angst vor dem Tod, jetzt nicht mehr. In Gedanken kehre ich zurück zu den Tagen meiner Kindheit in Nola, wo ich geboren wurde. Vor 52 Jahren. Der schneebedeckte Vesuv. Damals hieß ich noch Filippo. Giordano nannte man mich erst im Kloster.
der raue, erdige Geruch des Holzes im Winter. Die Einfachheit meines Elternhauses. Mein Vater war Soldat, meine Mutter, Frau Lissa, ist früh gestorben. Meine Erinnerung an das nahegelegene Neapel. Das Kloster der Dominikaner, wo ich studierte, ähnelte einer Festung. Aus meiner Zelle entfernte ich die Heiligenbilder. Schon damals zweifelte ich an der Dreifaltigkeitslehre. Christus, der Gottessohn, oder ein Magier? Das Buch mit den Anmerkungen des Erasmus von Rotterdam versteckte ich. Man begann mich zum ersten Mal der Ketzerei zu verdächtigen. Vielleicht konnte ich die Kirche nicht als Mutter empfinden. Und dies wäre meine einzige Schuld? Es ist das Zeitalter der Glaubenskämpfe und der Gegenreformation, in der die geringsten Abweichungen von den Dogmen der katholischen Kirche zur Denunziation führen können. Auch Brunner wird verdächtigt. 1576 flieht er von Neapel nach Rom, bricht mit dem Orden und der Kirche, beginnt das Leben eines ewig Wandernden in einem von politischen und religiösen Unruhen zerrissenen Europa. In der Freistadt Noli bei Genua unterrichtet er Grammatik. Mit 30 Jahren erlebt er dort eine Erleuchtung. In Genf gerät er mit den Calvinisten in Konflikt. In Paris wird König Heinrich III. Auf ihn aufmerksam. Brunner veröffentlicht verschiedene Bücher. 1583 hält er Vorlesungen in Oxford, karikiert einmal wieder die Akademiker und den Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit. Wittenberg, nächste Station. Unter dem Schutz der Lutheraner lehrt er Aristoteles und Thomas von Aquin. Ständig auf der Flucht reist er nach Helmstedt und Frankfurt. Dort erreicht ihn 1591 der Brief des Patriziers Mocenigo, der ihn nach Venedig einlädt. Je berühmter er wird, desto mehr sind seine Versuche, sich mit der Kirche zu versöhnen, zum Scheitern verurteilt. Wo fängt das Universum an? Wo endet es? Hätten Sie wenigstens meine Bücher gelesen, bevor Sie mich verurteilen? Der Anfang, die Mitte und das Ende. Die Geburt, das Wachstum und die Vollendung von allem, was wir sehen. Das ist ein Kreislauf von Gegensatz zu Gegensatz. Eine Bewegung mit Rückwirkung und Fortschritt. Es gibt nicht eine einzige Welt, eine einzige Erde, eine einzige Sonne, sondern so viele Welten, als wir leuchtende Funken über uns sehen. Alle sind in einem einzigen Himmel, dem unermesslichen Äthermeer. Der Himmel ist weder eine Welt noch ein Teil von Welten, sondern der Schoß, das Gefäß, das Gefilde, in welchem diese leben und weben, untereinander in Wechselwirkung treten. Ihre Bewohner, Menschen und Tiere zeugen und ernähren und mit ihren Ordnungen der höheren Natur dienstbar sind, das Angesicht des einen Seienden darstellend. Das Universum ist ein einziges Kontinuum, eine permanente Schöpfung ohne Anfang und Ende in Raum und Zeit, die Einheit der Weltseele. Und die Natur ist das ewige und unteilbare Wesen, das Werkzeug der göttlichen Vorsehung. Noch einmal ein schlechter Traum. Meine Seele verlässt ein großes Schiff und sucht unruhig sich selber. Habe ich nicht geschrieben, die Seele verhält sich zur Materie wie ein Baumeister zum Haus oder der Schiffsherr zu seinem Schiff? Bis heute wurde ich 17 Mal in einem Disziplinarverfahren verhört und werde nun noch einmal angeklagt, gegen die Kirche geschrieben zu haben. Man beschuldigt mich, die Göttlichkeit Jesu Christi verleugnet und die These von der Existenz einer Weltseele vertreten zu haben. Man wirft mir auch meine Reisen in die Länder der Ketzerei vor. Das, was ich mich frage, ist, ob es möglich und richtig ist, sich von der eigenen Vergangenheit zu distanzieren, auch wenn ich in ihr die einzige Zukunft erahne, die mir bis zum Tode offen bleibt, die Achtung vor mir selbst. Ich, Giordano Bruno. Thank you.
ein Lamm wurde er zur Schlachtbank geführt, heißt es in einem Lied von Carlo Gesualdo. Und während sie ihn misshandelten, sagte er kein einziges Wort. Auch ich habe kein Wort gesagt, habe nicht widerrufen und habe die Augen geschlossen gehalten und nicht den Tod gesehen, sondern mich erinnert an die Farbe des Himmels und an die Wärme der Sonne, die ich vor 7 Jahren das letzte Mal sah. Damals in Venedig. Am Ende wird Giordano Bruno 8 ketzerischer Thesen angeklagt. Er weist die Anschuldigungen zurück. In einer letzten Verteidigungsschrift an Papst Clemens den 8., übergeben am 20. Januar 1600. Sie wird nicht gelesen. Am 8. Februar wird im Palast des Kardinals Madruzzi in Rom das Todesurteil verkündet, während Scharen von Pilgern vor der heiligen Pforte um Vergebung bitten. Wahr und historisch belegt ist die Antwort Giordano Brunos. Mit größerer Furcht verkündigt ihr das Urteil gegen mich, als ich es entgegennehme. Bis heute weigert sich die katholische Kirche, Giordano Bruno zu rehabilitieren.